Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TV Tower. Ja, minus eine Million haben wir ausgegeben. Wir haben nämlich ein Sendegebiet gekauft und ab 2 Uhr wird das aktiv. Richtig, bereit ab 2 Uhr. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf und bin natürlich gespannt, Freunde. Wie wir das dann hier so durchkriegen. Super Forni müssen wir heute auf jeden Fall bringen und Bargeld Kalle müssen wir auch irgendwie noch bringen. Achso, Bargeld Kalle machen wir hier. Bargeld Kalle haben wir doch schon. Bargeld Kalle ist drin. Pizza Paschulke fehlt halt noch, ne? Kein Ding, machen wir aber. Gucken wir mal, wie es so läuft. Sonst machen wir Super Forni. Machen wir das so, weißt du? Wir schauen einfach mal, was sich ergibt. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir hier zu Primetime ordentlich Leute ranziehen, damit wir hier Rhinoceros Farm fertig kriegen. Brauchen wir 140.000 Einschaltquote. Ja, und den Rest werden wir spontan entscheiden, Leute. Wie es so aussieht. Da gucken wir. Da sind wir dann frei. Oh, da schauen wir dann. So, jetzt gehen wir mal gucken hier. Gibt es Nachrichten? Oh ja. Der Wetterbericht wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit für Computer-Oscar. Appleboy. Was? Der Computer ist für den besten Nebenrollen-Oscar nominiert worden. Okay. Das andere ist Quatsch, brauchen wir nicht. Okay, schauen wir mal. Lassen wir mal laufen. So, 2 Uhr. Wir sind mit 35.000 auf jeden Fall vorne. 35%, das ist schon mal nice. Für 2 Uhr, glaube ich, schon mal eine gute Sache, oder? Wollen wir nochmal gucken in die Statistik. 2 Uhr, 35.000, 15.000. Gestern hatten wir um die Zeit, ja, 25 und 6. Und Bargeldkalle ist jetzt auch nicht so knaller Sache, ne? Das ist eine Dauerwerbesendung. Also wir sind bei 15.000. Das ist super Forni. Das ist okay, das lassen wir aber so. Können natürlich nochmal schauen, ob wir hier was hätten. Hätten wir noch was für 25.000, ne? Senna Cass. Vielleicht ist das nochmal gar nicht so schlecht. Aber das werden wir sehen. Das gucken wir uns an. Zielgruppe Hausfrauen. 4 Stück Hausfrauen. Wie viele Hausfrauen hätten wir denn jetzt? 2.000. Bräuchten 6.000. Bildgalerie Silberfisch. Wir sind bodenständig. Keine einfarbigen Flächen zu Fantasiepreisen. Bei uns zum Beispiel rührender Hirsch auf 2 Mastschoner in stürmischer See. Nur 500 Ocken. Rührender Hirsch auf 2 Mastschoner in stürmischer See. Wer will sich denn so ein Bild irgendwo hinhängen? Oh, hier zweimal Kinder. Zweimal für 140.000. Na, jetzt müssen wir halt so zielgruppenspezifisch ein bisschen schauen, Freunde, ne? Und auch sowas mal einstreuen. Zweimal 140.000, schon nice, ne? Oh, hier nochmal Zielgruppe Kinder. Aber ist das Sender-Image zu gering, brauchen wir 18%. Aber sonst kriegen wir schon zweimal Jugendliche. 37.000 Jugendliche. Alter Falter. Ist ja noch besser als die Kindergeschichte hier. 220.000. Also das ist spannend. Das ist spannend, auf jeden Fall. Labaguette wäre eine Option. Der alten Zeiten willen. Das ist nice. So, Moment. Oh, liegen immer noch vorne mit unseren Nachrichten. Ja, alles richtig gemacht. Alles gut, kein Problem. Und wir sind immer noch bei 10.000. Das heißt, wir können immer noch Super Forni bringen. Und damit liegen wir mit 3 Uhr 10.000. Liegen wir auch deutlich besser als gestern. Da haben wir verdoppelt, Leute. Wenn das so weitergeht mit so einer Verdopplung, dann kriegen wir hier ja mal 400.000. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Mögliche Zuschauerzahl, Sendegebiet 2,3 Millionen. Und hier hatten wir noch 1,9. Jetzt haben wir 2,3. Ist jetzt nicht so viel mehr, ne? Sind halt 400.000 mehr. Aber es macht sich offensichtlich doch schon bemerkbar. Vielleicht deshalb, weil wir das eben exklusiv an dieser Stelle haben, ne? Hier unser Sendegebiet.
Aber die anderen pushen natürlich auch. Das heißt, wir sollten da schon gucken, dass wir nochmal. Aber so für 1 Million, denke ich, war ein ganz guter Preis. Aber sollten wir gucken, dass wir uns da nochmal eins holen. Aber ich denke, unter 1 Million, so klein, klein, wie die das hier machen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Guck mal hier, was gibt's da? 165.000. Hier da 125.000, ne? Dann hast du hier. Hast du ja so für 400.000, sagen wir mal. Oder jetzt sogar nur für. Ja, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal für 400.000, 165.000 Zuschauer, ja? Und hier nochmal für 300.000, 120 drauf. Da bist du bei 700.000. Und, ja, ist da. Also das. Weiß ich nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Gut, am Ende. Am Ende ist das schon fair verteilt hier. Also du kriegst für dein Geld immer ungefähr die Anzahl Zuschauer. Warum kriegen wir keine Nachrichten hier? Gibt's keine Nachrichten aktuell? Du kriegst fürs gleiche Geld immer dieselben Zuschauer. Ob du dir zwei kleine Sendegebiete kaufst oder ein großes, ist wahrscheinlich. So, Beate Osen. Da haben die alle drin. Die haben auch nichts Neues. Das passt schon. So, jetzt bin ich gespannt. Um 4 Uhr. 4:05, ja, jetzt gehen wir runter. Ist aber okay, wir liegen trotzdem noch vorne, Freunde. Und die bringen hier große Verarsche-Show, der Hammer fällt live, das Rennen zum Nordpol und wir sind vorne hier mit Bargeld-Kalle, Dauerwerbesendung, am 6.9. Das heißt, das ist super für Bargeld-Kalle, natürlich. Machen wir das so, bringen dann Putzer paar Schulke super vorne hier, und dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir mal weiter und sind hier, wie gesagt, noch. Wir könnten doch durchaus Kinder zugucken, oder? Streichholz Hammerbowle. Wenn das nichts für Kinder ist. Vielleicht könnte man sich auch mal so Sachen holen, die so ein bisschen zielgruppenspezifisch sind. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Feministen boykottieren Beachvolleyball. Warum? Die Kleiderordnung ist zu sexistisch. Ich glaube, da gab es wirklich mal Diskussionen. Da gab es mal Diskussionen, ob die so gekleidet werden, gekleidet sein sollten, wie sie sind, ne? Mit diesen knappen Höschen und so. Andererseits wird das eben gemacht, ist meine Vermutung, damit eben auch Leute zuschauen. Das ist lecker. Big Kahuna Burger. Zielgruppe Jugendliche. 37.000 Jugendliche, ne? Behalten wir mal so einen Blick. Oder 12.000 Kinder. Eins von beiden wäre ganz nice heute. Oh, Lotto Jackpot geknackt. Das ist doch eine Hammernachricht. Nehmen wir rein, Freunde. Nehmen wir rein für Rot-Grün in Hessen. Rot-Grün, okay. Und begehbarer Hügel. Das neue Linzer Rathaus wird ein Jahr früher als geplant und mit geringeren Baukosten eröffnet. Die Megastruktur ist als begehbarer Hügel konzipiert. Wer baut denn sein Rathaus in den Hügel rein? Ich weiß es nicht. Aber wir machen das mal so. Ich hoffe, dass. War jetzt nicht völlig für den Hintern mit den Nachrichten. So, wir schauen mal. Wir können ja nochmal kurz gucken. Noch was reinkommt. Ja, aber Rote Rosen gegen Abschiedstournee brauchen wir nicht. Okay, so, lass uns gucken. Ja, mit 20.000. Wir sind vorne, Freunde. Da hatten wir ja sonst gestern so ein bisschen Probleme. Also am gestrigen Spieltag hier. So, wir sind bei, ja. Okay. Grün ist knapp vorne, aber es geht noch. Grün hat auch ordentlich investiert, aber sonst war, glaube ich. War Gelb nicht mal vorne oder war Grün vorne? Ich weiß gar nicht. Nee, Grün war vorne. Gestern, glaube ich, auch, ne? Ja. Kommt noch. So. Aber Bargeld-Kalle ist kein Problem. Für Pizza Paschulke reicht es noch nicht. Würde es aber jetzt wahrscheinlich dann reichen, oder? Kommt drauf an, wie viel Zuschauer Super Forni zieht. Aber ein bisschen mehr als Bargeld-Kalle, weil das an Aktualität jetzt auch eingebüßt hat. Wir gucken nochmal hier wegen 37.000 Jugendliche oder 12.000 Kinder. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig stark. Ich hoffe ja auf unsere schöne Komödie. Wollen wir mal in die Filmagentur gucken? Warum denn nicht? Da brauche ich aber mal ein bisschen Zeit. Gönnen wir uns mal. Wir
gucken mal, was er hier hat. Versteigerung. Ist mir alles zu teuer. Die Kartoffelkönigin, Liebesfilm für 350.000. Nope. So, ein Dorfjagd, ist nix, ist nix, ist nix, ist nix. Das wäre was. Wer war es? Ein Low-Budget-Krimi wäre was für die frühe Sendezeit. Hier reiset hier Mulvanien. Wesenreiter, das hatten wir auch schon mal, ne? Der wäre doch ganz schnuckelig. Für morgen, oder? 110.000 ist ganz okay. Hier oben. 150.000 Tempel der Verdammnis. Live-Ausstrahlung heute 14.05 Uhr. Für 3 Millionen. Nope. Ja, das ist einfach noch zu weit weg da oben. Serie. Der Hellseher. Ach so, und dann ist es hier sowas mit Uri Geller mäßig wahrscheinlich, ne? Marius und Beatrix verwirren mit verschwommenen Ausdeutungen von Zukunft und Vergangenheit ihrer Anrufer. Ja, sowas in der Art. Oder so Astro-TV mäßig. Aber dass das 230.000 kosten soll. So viel kostet die Produktion nicht. Da setzt du da irgend so einen Vogel hin, der dir dann was erzählt, ne? Sono-Nobelpreis. Rein damit. So, wir waren aber noch nicht fertig. Gut, hier, nee. Marmeladen selber machen. Macht das die Marmeladen-Oma? Dann könnte es abgehen wie Schmitz Katze. So, ansonsten haben wir hier die Papierflieger. So, Nachrichten sind wir locker wieder vorne. Tipp, top, so soll's sein. Was, ein Päuschen zum Gewinn? Nö, wir nehmen uns das Ding hier mit für 110.000, den Wesenreiter. Bulbu erkennt, dass er Fantasiewesen dressieren und reiten kann, ein fliegendes Epos beginnt. Wie hieß denn das? Das klingt ein bisschen nach die unendliche Geschichte, oder? So, sehr gut, Freunde, so habe ich mir das gedacht. Dass wir hier Pizza Paschulke auf jeden Fall reinhauen. Und dann Bargeldkalle und Superforni. Wobei, wir haben ja noch die Option auf unsere... Oh, Wetterbericht. Machen wir mal... So, machen wir so. Wir machen es mal so. Okay. Ich bin gespannt. Ich muss noch mal gucken. 30... Moment. Wo ist das Ding für die Jugendlichen weg? Ist weg. Ja, kannst du mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass sich das einer von unseren Konkurrenten geschnappt hat, die Werbung. Das ist doch kacke. 12.000 Kinder, das hätten wir noch. Das andere Ding ist weg. Meine, Verrat! Nee, hier haben wir es noch. 37.000 Jugendliche. Alter. Auch nice, aber 440.000 Einschaltquote, das ist schon, das wäre sportlich, das fände ich nicht so. So, also die haben sich das nicht geholt, das hätte mich auch gewundert, die haben glaube ich wahrscheinlich nicht mal das Sender-Image, das heißt wir sind da im Moment konkurrenzlos, was das angeht. So, geh nochmal in die Nachrichtenabteilung schauen, ist nichts Gutes reingekommen. Und werden für morgen schon mal so ein bisschen Planung machen mit Wesenreiter zu Primetime. Auch das wäre dann was für Kinder. 19, 20 Uhr. So, wir gehen ab langsam hier wieder. Grün ist wieder der stärkste Konkurrent. Begehbarer Hügel. Er hat die Feministen drin und Rot-Grün in Hessen. Also sind wir aktueller. Deswegen liegen wir ja auch knapp vorne, ne? So, jetzt haben wir Aurel and Portly auf hohe Meere, okay. Der weibliche Teufel, na gut, wir sind immer noch mit Dauerwerbesendung hier am Start, aber kommen jetzt gleich mit Theater und Kritiken. Allerdings sind das alles nur Wiederholungen. Morgen bringen wir dann nochmal Clusterix der Gallier und durchs wilde Tadschikistan. Als Wiederholung. Wo ist der Clusterix? Nee. Trickfilm. Familie und Trickfilm. Clusterix der Geier. Das wäre doch was für Jugendliche oder für Kinder, oder? Na, ich
Bin mir noch nicht so sicher. Wir warten mal noch ein bisschen, bis wir uns die Werbung holen. Wie gesagt, die sollte eigentlich den ganzen Tag verfügbar sein. So, jetzt haben wir da nochmal ein bisschen Wiederholung. Bringen natürlich wieder ein bisschen Ronny hilft hier um 14 Uhr. Das ist klar, ja. Das bringt uns immer schön... Moment. Hallo. Das bringt uns immer schön 4 Stunden Programm. So, da geht's hier weiter mit OKOP. So. Um 18 Uhr bringen wir dann morgen mal wieder. Wir haben heute nicht, glaube ich, oder? Aus dem Leben gegriffen. Ja, der Drogenkurier ist wieder dran. So, dann sieht das so schon ganz gut aus. Und hier noch... Ah, da brauchen wir dann noch. Ah, wir können ja ein paar Filme jetzt verkaufen. Nämlich Theater und Kritiken, Streichholzhammerbowle, die hauen wir natürlich dann gleich... Die hauen wir dann gleich raus. Und Matratzenwispern auch. Das ist so low budget. Das verkaufen wir heute. Beichte eines Groupies wäre noch eine Option, als Wiederholung nochmal zu bringen. 8, 9 Uhr. Tja, warum nicht? In Zeiten ohne Schönheitschirurgie war Iris Leger einfach ein Hingucker. Dementsprechend brauchte man keine vernünftige Story, um die Männer in Scharen ins Kino zu locken. Wäre also auch was für Männer, aber 8, 9 Uhr, wer guckt sich das an? Aber es ist halt Wiederholung als Lückenfüller. Gut, ja, das ziehen wir jetzt durch hier mit Super Forni und Bargeldkalle. Es sei denn, wir würden jetzt hier schon Jugendliche oder Kinder vor die Glotze ziehen. Mit 12.000 Kindern, das glaube ich aber nicht. Wobei, guck mal, Super Forni, da haben wir schon mal 697 Kinder und 1598 Jugendliche. Das geht ja schon in die richtige Richtung. Nope. So, einmal gucken. Nachrichten gibt's keine. Okay. Nope, gibt keine Nachrichten. Sind wir trotzdem vorne? Ja, knapp vorne. Michael Bullock will weg. Das ist jetzt nicht die Knallernachricht. Gucke mal hier. 23.000 Theater und Kritiken. Liegen wir vorne. Aber bringt uns zwar Kinder, aber wenig Jugendliche. Also Kinder gucken schon so um 8, ja? Okay. Also so ein Trickfilm um 8 wäre nice, ne? Gibt's nicht. Es gibt doch so eine Analyse-Show, ne? Vielleicht sollten wir uns sowas mal produzieren. Wie ist denn das früher im Trend oder sowas, ne? Ich glaube, sowas gibt's, sowas Ähnliches gibt's auch. Und insgesamt wird die Qualität hier auch langsam besser, muss man sagen. Hier ein Haufen Waschweiber. Aber wir haben ja noch bei uns im... Nee, warte mal, ich will in mein Studio, bitte. So, einmal ins Studio, bitte. Mach auf den Fahrstuhl. Dankeschön. So, lass mal gucken. Da haben wir doch gerade Violent Dynamite. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Und das sind immerhin 3 Blocks. Also auch das wäre mal eine Maßnahme, ja? Oh, heute Abend wird es dunkel für immer. Das nehmen wir rein, Freunde, für Lotto Jackpot. Und das nehmen wir hierfür rein. So. Gut. Fein. Feini, feini. Trickfilm. Vielleicht sollte man vormittags einen Trickfilm bringen. Aber 18, 19 Uhr ist eine... Da können Kinder durchaus zugucken. Ich bin, und Jugendliche auch, also ich bin da im Moment optimistisch, dass wir das vielleicht hinkriegen, Freunde. Hier so ein Kinderspot. Und hier vorne müssen wir nochmal gucken, was sich da jetzt ergibt, ehrlich gesagt. So, wir sind bei 40.000, liegen wir vorne, so soll das sein. So und nicht anders. So, wir müssen heute mit 18% eigentlich rausgehen, ne? So, jetzt sind wir bei 29.000, liegen wir auch wieder vorne. Nice, 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 nice. Und wir haben am Start Kinder und auch Jugendliche, aber beides nicht ausreichend, bei weitem nicht ausreichend. Aber hätten eine Einschaltquote von 29
29.000, das heißt, das wäre mal nochmal wert, hier zu gucken, ne? Das wäre hier das Ding. Teppich Oase Kammelfurt. Oder das Ding. 16. 20. 217.000. Senna Case. Der ist schon nice. Der ist nicht schlecht. Ja, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Da haben wir auch lange Zeit, den fertig zu machen. Ja, und dann gucken wir hier. Irgendwie so in der Art. Ja. Wisst ihr? Und dann halt hier verschieben wir ein bisschen. Verschieben wir ein bisschen die Spots dann. Und gucken, wo wir eben 37.000 Jugendliche oder 12.000 Kinder kriegen. Entweder hier schon oder da unten. Das gucken wir uns mal an. So, Nachrichten bitte. Fortverhandlungen gescheitert. Das ist besser als der alte Wetterbericht. Oder wir machen es so mal. So, und Betty? Ja. Ist halt noch nicht drin. Kein Problem. Ja, oder sind sie aber dran? Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, es ist eben nicht die aktuellste Version. Aber ich habe Angst, dass das Safe Game dann nicht mehr funktioniert. Deswegen update ich da aktuell nicht. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir hier so kommen. So. Und haben ja noch ein bisschen was haben wir noch zu tun. Nochmal ein Sendegebiet, ein bisschen was selber produzieren und so. So, Nachrichten sind wir schon mal vorne. So soll das sein. Natürlich. Und? Ja, 28.000. Warte mal. Ja, ist ein bisschen gefallen. Weil? Na gut. Egal. Macht nichts. Ist immer noch super für Senna Case. Wenn den heute fertig kriegen wir, denn dann hätten wir mal wieder 700.000 auf der Hand, ne? Dann müssen wir natürlich unsere Sendestation, die kosten ja jetzt noch mehr. 95.000 haben wir jetzt Unterhalt. Und die Nachrichten, haben wir 200.000 Unterhalt ungefähr. 200.000 plus Kredit, also 225.000 müssen wir, haben wir laufende Kosten aktuell. Ungefähr. So, das bedeutet, das sollten wir dann schon auf der Hand haben heute Abend, ne? Also da sind dann die... aber hätten wir. Wir hätten trotzdem eine halbe. Wir würden trotzdem morgen mit einer halben Million reingehen in den Tag. Also... So. Also irgend so ein 5000er Spot brauchen wir aber noch. Bisschen für Dauerwerbesendung morgen früh. Hier sowas. Bargeld Kalle nehmen wir nochmal rein. Und Einkaufscheck. Wir haben alles für alleinstehende Männer und Familien mit kochscheuen Hausfrauen. Okay. Dann nehmen wir auf, wie viel haben wir da? Wie lange haben wir Zeit? 3 Tage, 2 Tage. Alles okay. Oh, holy moly. Was haben wir denn da? Leser lesen wieder, dann Kaczminski, das können wir schon. Wetterbericht. Für Michael Bollock und Leser lesen wieder. VR Duban droht mit Vergeltung. Das nehmen wir dann hier rein. Was war da? Marsianer erschienen? Marskalender. Der darische Kalender unterteilt das Marsjahr in 24 Monate und enthält sämtliche Schalttage. Das ist ja fantastisch. So, was haben wir jetzt? Wir haben Bargeld Kalle, was bringt das? 138 und wir haben Einkaufscheck, das bringt 237, das habe ich mir gedacht. 234, dann wären wir damit schon durch. Dann haben wir Bargeld Kalle, brauchen wir 65, Einkaufscheck 5. Dann tauschen wir das um. Nee. Nee. Oh. Zack.
Zack. Zack. So, weißt du? Und dann machen wir, ja, ist gut. Dann machen wir Einkaufscheck hier. 3, 4. Und Bargeldkalle machen wir hier. Ungefähr so. Und dann hätten wir sogar hier noch den Einkaufscheck zum Beispiel. Wie auch immer. Oder wir haben dann Film, das weiß ich noch nicht. Irgendwie noch zwei Stunden Film uns holen. Wäre jetzt auch nicht verkehrt, ne? Gut, dann wären wir für morgen zumindest, ist mir immer wichtig, dass der Anfang des Tages schon mal so halbwegs geplant ist. Wir können ja durchplanen, wie wir lustig sind, aber so lustig bin ich da im Moment nicht. Ehrgeizig bin ich. Oh, Nachrichten sind super mit 52.000. Das gefällt mir schon mal gut. Seiner Case ging auch gut durch. Und der geht jetzt auch nochmal gut durch. Aber reicht aktuell noch lange nicht für Kinder und Jugendliche. Ist auch kein Problem. Gelblicht vorne mit dem Wachmann von Korpenick. Okay. Die Streichholzhammerbowle müsste doch auch... Wie hieß denn der? Theolingen? Theoling? Uschi Glas? Ach, das ist die Feuerzangenbowle. Klar, Pfeifer mit 3F. Heinz Rühmann heißt da. So. Das ist auch. Der Hauptmann von Köpenick ist auch ein Heinz Rühmann-Film. Ursprünglich. Warum ist der dann hier nicht drin? Und von 1970. Feuerzangenbowle war aber noch früher. Das ist ja noch schwarz-weiß. Naja, egal. Alles gut. Da können wir verkaufen, ne? Verkaufen wir, hauen wir gleich raus. Pass mal auf. Marskalender, ja. Ich weiß. Ist das besser als die Nachrichten? Ja. Der Wetterbericht, ich glaube fast ja. Der verliert halt enorm an Aktualität, was ja auch richtig ist. Das Wetter ändert sich ja stündlich. Da muss man schon immer mal ein bisschen was Aktuelles bringen. So, ich bin gespannt, Freunde. Na, wir spielen hier ein bisschen rum, ne? Sonst kommt der Senna-Case hier noch vorne, davor. Und dann gucken wir, ob wir bei Clusterix der Gallier vielleicht unsere Kinder oder Jugendlichen mit ranziehen können. Wichtig wäre natürlich, dass wir die 140.000 kriegen. Alles andere wäre jetzt auch keine Katastrophe, aber ein bisschen schade. Ein wenig schade. Also es ist schon noch spannend. So, wir wollten jetzt dann gleich raushauen, Theater und Kritiken und die... Oh, Moment. Ah, wir sind gut. Theater und Kritiken, Streichholzhammerbowle. Können wir aber auch morgen raushauen, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt keine Geldnot. So, wie sieht's aus? Wir haben Jugendliche, Kinder. Reicht nicht. Natürlich nicht. Da muss der Senna Case nochmal rein. Hinhalten. Oder wir kriegen noch mal was für... Ist schon niemand drin. MacGyver-Satire. Boah, nehmen wir rein für... Das hier, oder? Das ist natürlich... Nee, wir nehmen es mal rein für den Mars-Kalender. Gucken mal. Ich gucke halt, ich orientiere mich hier bei den Nachrichten immer auch an den Geldwert. Der sinkt ja auch ab, weißt du? Klar, die Aktualität und im Verhältnis dann eben auch der Geldwert. Aber das wäre halt, ist halt immer noch eine 1750-Euro-Nachricht. Ja, auch wenn die Aktualität schon runter ist. So, 25.000, das haben wir schon. Also es wäre jetzt hier irgendwas für 40.000, wäre jetzt hier noch so meine Idee. 30.000, 6 Stück. Och nee. Och nee. Zielgruppe Männer. 55.000 Männer. Männer ist immer ganz, ganz dankbar, ne? Männer. 20.730 Männer haben aktuell am Start. Und, also könnte ich mir hier bei Beicht eines Groupies durchaus vorstellen, dass so ein paar Männer zuschauen.
Aber ihre Nozeros V mit 140.000 wäre ich auch zufrieden. Alles gut. Alles gut. Gebt Gas, mein Freund. Gebt Gas. Ah, raus damit. So, einmal nur Nachrichtencheck. Sind wir immer noch vorne? Also zumindest haben wir da nicht völlig verkackt. Hier. Kinder, Jugendliche. Läuft überhaupt nicht. Da ist mit Kindern vormittags ein bisschen besser. Ich bin gespannt, ob Asterix der Gallier, Clusterix der Kallier, ob wir da noch ein bisschen was reißen können. So, wir sind mit 62.000 immer noch locker vorne mit unseren Nachrichten. Oh. Wie? Was? Ach so, Werbespot nicht besetzt. Nee, ist ja kein Problem. Da hauen wir natürlich den Senna Case noch rein. Und dann von mir aus hier... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ach, hier bei der Streichholz-Hammerbohle wollte ich auch den Senna Case bringen statt Superphony. Aber am Ende ist es Wurst. Tja, was haben wir denn noch? Na, dann holen wir uns noch so ein Ding. Ist doch kein Problem, oder? So ein... Oder wir schauen einfach, wie es läuft. Wir gucken erstmal, wie es läuft. So, Wahlen in Deutschland. So, jetzt ist VR Duban völlig ausgelutscht gewesen. Hast du gesehen, ne? Bei 600 Wetterbericht. Hauen wir auch rein. So. So, wir sind mit 78.000 immer noch vorne. Sehr, sehr gut. So soll das sein. Werbeblock ist drin. Wir sind bei 40.000. Ja, der mit Fahrenheit, die Fahrenheit 401 liegt da natürlich knapp vorne, der gelbe. Der gelbe. Wie sieht's denn aus? Steht natürlich die Farbe hier nicht, ne? Ist aber kein Problem. Wir sind, guck mal, 17% und er stagniert hier bei 10% und der ist bald raus. Da haben sie aber auch gemacht, dass die respawnen. Das finde ich, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Also bei MadTV, dann war ja vorbei, ne? Also wenn die Gegner raus sind, dann wurde das Image dann aufgeteilt oder die Teilung und dann war gut. Und hier kommen die wohl wieder mit einem gewissen Geld und auch mit einem gewissen Image und so weiter und so fort. Also bisschen gemein, oder? Kegelst die raus, dann kommt einfach einer wieder neu dazu. Computerspiel zerstört PC. Das Spiel, rasante Geschwindigkeit 12 des Herstellers Elektromerz, hat bei einem Zocker die Grafikkarte zerstört. Sie sei in Flammen aufgegangen. Ja, da muss man schon ein bisschen gucken. Und mit dem Übertakt ein bisschen aufpassen. Ne? Das kann einem dann schon mal, das sollte schon alles passen. 89.000 Nachrichten. Das sollte schon so ein bisschen passen, sonst kann einem so eine Grafikkarte schon mal abrauchen. Also das ist durchaus so. So, wir hätten jetzt 40.000, 25.000, ist egal. Und wir haben natürlich Kinder, Jugendliche, können wir knicken. Also wir könnten uns nochmal eine Teppichoase holen, das wäre jetzt so meine Idee. Was ja auch nicht schlecht ist, dann haben wir da... So, und dann gucken wir einfach mal, ob das realistisch ist, da unser Ziel. So, Computerspiel zerstört PC oder Plastikal Dingsbummens liegt halt vorne, ist aktueller von 16.11 Uhr. Das andere war lila, ne? Ach, das haben wir nicht. Doch, müssten wir aber genauso aktuell haben wie das rote. Weiß ich nicht. Was? Night Rider Auto. Ja, schön. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, Freunde. Sag 45.000, alles gut. Alles gut, wir liegen vorne sogar, Leute. Wir liegen vorne. Auch wenn wir nur 11,6% Einschaltquote haben. Er hat zum Beispiel 12,3. Aber absolut liegen wir dann vorne. Oder relativ? Wie heißt es denn? Absolut, glaube ich. Obwohl er mehr Prozent hat im Verhältnis eben zu den Zuschauern, die er erreichen könnte. Aber alles gut. Alles gut. Kein Problem. So, Kinder, Jugendliche können wir natürlich immer noch knicken, aber ich... Boris Wecker plant Comeback. Das hauen wir mal hier... Weiß ich nicht. Hauen wir mal hierfür rein. Dann hauen wir das rein mit dem Computer. So,
gut, haben wir immer aktuelle Nachrichten. Zumindest kennen sie unsere Zuschauer noch nicht. Wäre natürlich interessant, wenn in diesen Aktualitätsgrad auch reinspielen würde, ob der Gegner diese Nachricht sendet. Also ob sie allgemein eben schon verbreitet wurde und bekannt ist. Das fände ich auch nochmal ganz witzig. So, das sieht gut aus, Freunde. Vielleicht kommt nochmal die Hammer-Nachricht rein. Knight Rider-Auto auf den Schrott-Kit. Das legendäre Auto der Serie Knight Rider wird verschrottet. Dies teilte der aktuelle Besitzer mit... Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Egal. Cluster X der Gallia, Freunde. Jetzt gucken wir mal. Kinder 8400, Jugendliche 12.000. Reicht nicht. Reicht bei weitem nicht. Männer hätten wir allerdings 55.000. Da hatten wir doch hier auch so einen Spot. Männer 55.000. Wo war das? Wo sind das hin? Zielgruppe Männer? Hat sich einer geschnappt. Zielgruppe Arbeitnehmer. Zielgruppe Arbeitnehmer. 45.000 Arbeitnehmer. Haben wir auch nicht. 37.000 haben wir nur. Okay. Naja, ist doch aber... Ist doch völlig in Ordnung. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, ein bisschen gucken. Oh, da war noch was. Moment. Nochmal Fußballergebnisse. Ich weiß nicht, ob das so dull ist, wenn wir da jetzt so viele Fußballergebnisse reinklatschen. Ich glaube nicht. Ich mach's trotzdem. Na gut, aber dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir Bescheid. Ich schätze, 19 Uhr wird es auch nochmal einen schönen Boost geben. Sodass wir dann vielleicht noch hier Rhinoceros Farm fertig kriegen und morgen dann mit Teppichoase auf jeden Fall wieder zu rechnen ist. So zum Beispiel hatten wir heute um 8 schon 25, nicht ganz. Nicht ganz, da müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal schauen. Da lassen wir uns überraschen. Ist okay, Ding. So gut, unsere laufenden Kosten haben wir gedeckt. Wie gesagt, Rhinoceros Farm müssten wir nicht mal unbedingt fertig kriegen heute. Wäre trotzdem alles easy peasy zu schaffen. Wir verkaufen ja morgen wieder noch ein paar Filme. So, Moment. Nashorn aus Zoo entlaufen. Dann nehmen wir doch das mal rein noch. Für die Dinger da. So. Für die Fußballgebnisse. Ja, 228.000. So, jetzt passen wir auf. Jetzt passen wir auf, mein Freund. 160.000. Okay. Ich hätte mit mehr gerechnet. Kinder 12, Jugendliche 19. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch diesen Kinderspot bringen. Kitty Food. Nee, Moment. Zielgruppe Kinder, hier. Mors. Der unvergleichliche Schokoriegel mit dem hinreißenden Geschmack. Wir haben die 12.000 Kinder am Start, Leute. Und das machen wir auch. Das machen wir einfach, weil wir es können. Kommt Mors da rein? Pass mal auf. Warum ist da ein Ausrufungszeichen? Man weiß es nicht. Aber es passt, 12.000 Kinder. Ach so, weil deswegen Zielgruppe. Finde ich gut, dass er das macht. Finde ich... Fantastisch. Oh, Wetterbericht bringen wir rein hier für Hohes Bäcker. Sturer Semmelgerste mit 1,4 Promille stoppt die Polizei heute erneut den Semmelgerste. Und polnischer Minister Helme für alle. Der polnische Verkehrsminister will das Tragen von Helmen zur Pflicht machen. Davon betroffen wären alle Fußgänger. Das bringen wir gleich rein für die Fußballergebnisse. So, ist das okay? Das ist Mist. So, jetzt ist nur noch die Frage, ob wir nochmal jetzt 12.000 Kinder kriegen. Nice. Holy moly, 300.000 bei den Nachrichten. Und da, jetzt haben wir aber mit Beichte eines Groupies, ist klar. Da haben wir natürlich keine, nicht mehr so viele Kinder am Start. Das heißt, wir müssen für morgen uns... Aber wir haben hier Rhinoceros Farm, das geht durch. Wir müssen uns für morgen noch irgendwas Kindermäßiges holen. Und zwar einen Trickfilm oder Familie und Trickfilm. Das müssen wir machen, Freunde. Fantasy ist aber auch nicht schlecht. Oder wir machen das so. Wir müssen uns hier noch einen Trickfilm holen.
Das nutzt ja alles nichts. Haben wir da was Gutes drin? Action, Krimi, Drama, Komödie. Irgendein Trickfilm oder so. Trickfilm, hier! Die Hinkelstein-Mission. Ist natürlich ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Vielleicht kriegen wir ja auch mit einer Komödie so viele Leute. Wir hätten Clusterix um 19:20 Uhr. Dann hätten wir es locker geschafft, Leute, ne? Ist klar. Ist klar. So, Arbeitnehmer hätten wir jetzt auch 95.000. Und wir könnten Lavaguette auch bringen. Ja, ist okay. Nee, wir machen das, wir lassen das so durch, weißt du? Dann haben wir hier Rhinoceros Farm, kriegen wir zwar nicht komplett durch, aber kriegen wir dann hier auf jeden Fall durch. Und hier, das lassen wir uns noch offen. Da schauen wir dann mal, wie wir das handeln. Bringen wir den Semmelgerste nochmal rein hier. Einwegtelefon. Das abhörsichere Telefon ist keine Zukunftsmusik mehr. Nordkoreanische Wissenschaftler stellten die Weltneuheit auf der Hightech-Messe vor. Ja, in USA, ne? Da sprechen die ja immer von Wegwerftelefon oder Einmaltelefon, aber da meinen die halt so Prepaid-Telefone. Aber die können das echt anonym anmelden, ne? Also ein Firlefanz wie bei uns hier in Deutschland mit überall deine Ausweisnummer und so angeben, das ist da nicht. Gut, also da gehen wir locker durch mit den 140.000, aber Kinder und Jugendliche ist natürlich utopisch aktuell. Ja gut, Freunde, der Tag neigt sich dem Ende zu. Machen das nochmal so. Hau nochmal das Nashorn rein. Und die 300 Meter nehmen wir auch mit. Sind immer noch bei 218.000, haben 250.000 Zuschauer. Und Kinder gucken natürlich nicht mehr zu, ist klar. Aber wir gehen hier locker durch mit unseren 140.000. Das ist auch in Ordnung. Ja, wir könnten natürlich jetzt nochmal wieder einen Spot holen, der die 200.000 hier abdeckt. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Weg damit. Das kommt rein. Ein paar Fußballergebnisse. Wichtig ist, dass wir die 140.000 jetzt noch halten. Oh, Wetterbericht. Zack. So, 112.000 und Flandern will unabhängig werden. Das nehmen wir auch nochmal schnell rein für, egal, dritte Liga. Gut, Freunde, der Tag ist vorbei und wir haben es geschafft, mit Rhinoceros Farm hier durchzugehen. Müssen jetzt halt unseren Kinderspot nochmal gucken, dass wir den hier irgendwo fertig kriegen. Werden dann natürlich morgen, also im Spiel am 11. Tag, hier die alten Kamellen verkaufen. Bei Theater und Kritiken ist ja wieder voll aktuell. Den können wir nochmal drin lassen, Leute. Und Matratzenwispern auch. Was ist denn da los? Aha. Oder so. Zack. Aha. Dann holen wir uns noch irgendeinen. Das Geflügel ist nicht. Naja, das werden wir gleich nochmal durchgucken im Archiv morgen früh. Guck mal, hier haben wir noch Kinder zum Frühstück. Liebesfilm. Ja, den würde ich da hinsetzen. Und hier irgendwas Kinderfreundliches, das schauen wir uns dann an, zu gegebener Zeit in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, mega lange Folge. Daumen hoch, wenn dir das so gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, dein Lumi.